Ja, hallo liebe Patriote. Und zwar, ich war heute Waldbeobachter bei uns in Ravensburg im schönen Schwabeländle am Bodensee. Und ich habe heute einiges erlebt, wäre fast im Knast gelandet, laut Aussage von unserer lieben Polizei in Ravensburg. Und ja, ich will euch jetzt mal erzählen, was ich alles so erlebt habe. Und zwar, als erstes war ich im Wahllokal 6 in Ravensburg. Das war im Landratsamt und da war der Wahlvorstand hatte der Herr Beuch-Wieland, der Christian Beuch-Wieland, der war der Wahlvorstand und ich habe mich da hingesetzt, war ganz ruhig, bis ich bemerkt habe, dass er überall Bleistifte auslage und dass die Leute zum Teil ihren Ausweis nicht zeigen brauchte. Und ich bin dann zu ihnen hingegangen und habe gesagt, also Sie kennen die Vorschriften, ganz im Ruhigen. Und habe gesagt, ja, Sie dürfen hier keine Bleistifte verwenden, sondern das müssen Kulis sein. Und habe ihn auch darauf angesprochen, dass die Leute ihren Ausweis vorzeigen müssen. Die sollen den Ausweis nehmen und kontrollieren, ob das die Leute sind, die auf den Wahlberechtigungsschein stehen, also auf dieser Ladung. So, daraufhin hat der gute Mann sich total angepisst gefühlt, hat mir mit Polizei gedroht, die dann auch kam. Und dieser gute Mann war so dreist, ich habe die Bleistifte gegen Kulis ausgetauscht und war dann kurz draußen beim Telefonieren und habe gesehen, dass der da irgendwas gemacht hat und dann mich so höhnisch angelacht hat. Daraufhin bin ich rein, bin noch mal zu den Wahlurnen und habe geschaut und tatsächlich, man hat die Kulis wieder ausgetauscht gegen Bleistifte. Ja, und daraufhin kam die Polizei, er hat erneut die Polizei gerufen, ich bin dann selber raus zur Polizei und die hat mir gesagt, ich darf nicht mehr rein. Wenn ich jetzt noch mal reingehe, dann sperren die mich ein bis zum Wahlende. Ja. Das ist die Demokratie, die zurzeit herrscht bei uns im Land. Und die Polizei ist ja für den Bürger da. Und das habe ich heute zu spüren gekriegt. Und da lässt sich jetzt aber drauf streiten, gell, ob die Polizei die hoheitlichen Rechte hat, weil die haben mir erzählt, das ist alles gar nicht so, wo ich dann mit Bereinigungsgesetze kam, etc. Ist bloß komischerweise, dass der Polizeipräsident von der Gewerkschaft bei N24 oder YouTube, wo es war, gesagt hat, alles, was wir hier machen, ist eigentlich illegal. Wir haben überhaupt keine Rechtsgrundlage, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir sind ja bei den Wahlen. Ja, und dann daraufhin habe ich mich ins Rathaus begeben, zu der Wahlleiterin. Und das war die Frau Singer. Und habe da vorgesprochen, habe mich vorgestellt, sage, also Zufall Singer, ich bin freier Pressemitarbeiter, ich bin auch als Wahlbeobachter für die Bürgerinitiative, für den Verein 1%.de unterwegs, um zu schauen, dass die Wahlen richtig vonstatten gehen. Und habe sie darauf angesprochen, warum in den Wahllokal 6 in Ravensburg die Bleistifte ausliegen und wieso man da ohne einen Ausweis vorzeige braucht, eine Stimme abgeben kann. Darauf sagt sie mir, das ist alles rechtens. Und daraufhin kam dann dieser Hauptamtleiter, das war der Herr Oberhofer Thomas von Ravensburg, der die Sache erkannte und wahrscheinlich erkannte auch, dass die Frau Singer da ein bisschen in Erklärungsnot war und daraufhin hat er mich auch des Hauses verwiesen. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann gehen wir doch mal zum Freund und Helfer. Und dann bin ich zur Polizei gegangen. Ja, und wollte dem Vorgesetzten sprechen. Und das war leider Gottes dieser Mann, der mir vorher schon im Wahllokal 6 das Hausverbot erteilt hat. Und zum Glück haben wir ja eine Gewaltenteilung noch in Deutschland. Ja. Und aber er war ja der Meinung, dass das auch rechtens ist, wenn jemand kommt und den Ausweis nicht zeige braucht. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist ja jetzt interessant, ne? Aber ich bin dann gar nicht weiter drauf eingegangen. Und wenn ich jetzt schon von der Polizei erfahren kriege,
wie die Vorschriften bei einer Wahl sind und was man darf und was man nicht darf. Also dann sind wir ja schon weit in Deutschland. Ja, und jedenfalls bin ich dann weiter. Von der Polizei bin ich dann ins Wahllokal 4 gefahren. Das war in der Kuppenau-Schule in Ravensburg. Und siehe da, es lagen wieder Bleistifte aus. Es wurden wieder keine Ausweise kontrolliert. Wobei, da war der Vorstand, der Herr Wollensack, und der war aber ganz nett, der Mann. Und hat mir auch versprochen, dass da Besserung eintritt. Bloß kann ich jetzt nicht sagen, ob im Wahllokal 6 und im Wahllokal 4, ja, und im Wahllokal 1, ob da alles vonstatten rechtmäßig gelaufen ist. Das kann ich nicht sagen. Ja, ich konnte nicht überall sein. Laut Aussage von der Polizei war ich hier in Ravensburg der einzige Wahlbeobachter. Und damit haben die ja gar nicht gerechnet hier in dem Schwäbeländle, in dieser Provinz, dass da überhaupt mal einer kommt. Bloß dann müssen ja wieder die Ossis kommen und das anstupsen, damit diese Schlafschafe hier mal aufwache, was hier eigentlich losgeht und was eigentlich los ist im Land. Ja, sorry. Und ja, und zu allerletzt bin ich dann noch in Weingarten, in das Wahllokal 11 gegangen. Und da war der Vorstand, die Frau Lämmle. Und siehe da, auch wieder Bleistifte. Und auch wieder keine Kontrolle bei den Leuten. Der Ausweis wurde nicht verlangt. Und wobei ich sagen muss, dass, wo ich vorher noch im Wahllokal 1 war, der Herr Meier, das war im Einwohnermeldeamt in Ravensburg, das war eigentlich ein ganz netter Mann. Und der war der Auffassung und hat es mir auch bestätigt, der hat mir gesagt, ich rede ja keine Unwahrheit, ich halte mich hier wirklich an die Gesprächsprotokolle, ja, von meiner Seite. Und der hat gesagt, dass das Anweisung gewesen ist von der Frau Singer, dass das ist die Wahlleiterin hier in Ravensburg, dass die Bleistifte da ausgelegt werden. Und zu diesen Bleistiften kommen wir dann noch, weil für das, dass sie mir meine Kulis genommen haben, habe ich mir ja einen Bleistift ausgeliehen, den ich gern wieder morgen zurückbringe, aber ich möchte euch da noch was demonstrieren. Und zwar, jedenfalls bin ich dann von dem Wahllokal 1 in das Wahllokal 11 in Weingarten, habe die Wahl jetzt überwacht um 6. Und wie mir halt aufgefallen ist, Bleistiftelage da und die Ausweise wurden nicht kontrolliert. Hunds und Kunst kann da mit dem Zettel ankommen und sage, ich bin der und der und kann zur Wahl gehen. Also das ist, da kann sich jeder sein Urteil bilden, was hier gelaufen ist. In 4 Wahlen lokal allerdings, gell? In alle selben das gleiche Problem. Wobei ich sagen muss, ich habe diese Wahl im Wahllokal 11 im Weingarten überwacht mit der Frau Lämmle. Ich habe die Auszählung mitgemacht und ich möchte die euch mal verkünden. Und die ist wirklich rechtmäßig gelaufen. Also da war ich da, ich habe da alles angeguckt, ich habe die Stimme mit abgezählt. Es ist alles wirklich rechtens gelaufen. Das waren insgesamt 637 Stimmen im Wahllokal 11 in Weingarten. Und das waren ungültige 8 Stimmen. Die CDU hat 186 Stimmen bekommen, die Grünen 189, die SPD 85, die FDP 37, die Linke 18, die Republikaner 2, die NPD 2, die ÖPD 11, die Alpha 11, die AfD 82, drittstärkste Partei im Wahllokal 11. Und dann die menschliche Welt, die hat 6 Stimmen bekommen. Ja, das war mein Tag heute. Der ganze Tag ging drauf, aber ich habe es gern gemacht. Ich habe es für mich gemacht. Ich habe es für die Bürger von ganz Deutschland gemacht. Ich habe es für diese Demokratie gemacht, die uns vorgegaukelt wird, die man vielleicht irgendwann richtig haben werde, wenn ja endlich mal Friedensverträge geschlossen werden. Und ja, und ich habe es gemacht, damit irgendwann mal die Rechtsstaatlichkeit Einzug hält in diesen Lokalen, in diesen Ämtern, weil ich habe mich wirklich, wo die Polizei heute kam, ich habe mich um 27 Jahre zurückversetzt gefühlt. Ich dachte, das ist ja wie im Osten. Das ist ja wie im Osten. Da wären vor ein paar Tagen die Schüler zu einer AfD-Versammlung hier in Ravensburg geschickt, um da der politischen Korrektheit halber schön Stimmung zu machen.
Und da frage ich mich, wo lebt man denn eigentlich? Das ist ja wie in Osten früher, wo wir die Bockwurst gekriegt haben und die 10 D-Mark, die 10 Ostmark, D-Mark sage ich ja. Und jetzt schwenkt man die Fähne und ruft alle hoch, Erich Honecker. Genauso ist das hier. Man hat hier einfach verlernt, Dialoge zu führen. Jeder, der ankommt oder eine andere Meinung hat, eine andere Stimme hat oder sonst was, der wird hier diffamiert, der wird diskriminiert, der wird, ihr kennt es ja, die rechte Keule kriegt man dann drüber. Das ist ganz schlimm hier. Und was mir auch aufgefallen ist, dass heute verstärkt von der Konrad-Adenauer-Stiftung junge Journalisten, die noch in Ausbildung sind, unterwegs waren und Interviews gemacht haben über Ostern. Wie man die Eierfleisch ausblasen, wie man sie anmale. Und ich bin dahin und habe mal gefragt, hey Leute, wisst ihr eigentlich, was eigentlich wichtig ist, als wie jetzt wegen Ostern hier rumzurennen und Interviews zu machen, sondern geht doch mal in die Wahllokale und fragt, ob das alles rechtens ist, was da läuft, ob da mit Gullis, mit Bleistiften das Kreuz gemacht werden darf oder ob man da einen Ausweis nicht abgeben braucht. Und die haben mich ganz verdutzt angeguckt und da habe ich schon gemerkt, also da schwätzt du gegen die Wand, mit denen brauchst du schon, die haben so eine Gehirnwäsche gekriegt. Die glauben ja immer noch, dass der Staat, ja, der Staat alles rechtens macht und der für den Bürger da ist und da kriege ich so einen Hals, ja, solche Leute. Aber langsam, ich bewege hier was und ich habe Leute aufmerksam. Ich habe auch viel positive Stimmen gehabt von den Bürgern, die gesagt haben: Hey, endlich ist ja mal einer und mir ist das egal. Sollen sie mich zum Staatsfeind machen? Ich bin hier weder Staatsfeind. Ich bin noch nie parteiisch gewesen. Ich bin weder rechts noch links, ich bin immer neutral, lebe und lebe lasse. Und die brauchen mir nicht kommen, die werden dann bestimmt irgendwie in alten Kisten rumkramen und irgendwas vorziehen wollen, um mich zu diskriminieren, was ich früher in meiner Jugend vielleicht mal gemacht habe oder keine Ahnung. Und die sollen sich erstmal an die eigene Nase fassen, gell? Ich sag nur Beck, gell? So, liebe Leute, und jetzt kommen wir nochmal zu diesen Bleistiften, die in den Wahllokale Auslage. Das sind die hier. Ja, Faber-Castell und dann steht dran Wasserlack. Und ich dachte, naja, dann Wasserlack kommt mir irgendwie bekannt vor. Wasserlöslich. Jedenfalls schaut es euch mal an. Ich habe jetzt diesen Stift hier. Ja, und jetzt habe ich hier diesen Lappen ein bisschen befeuchtet. Ja. Und wenn man dann drüber wischt, seht ihr das? Dann geht der Bleistift weg. Ja, ich habe jetzt das Handy. Zeige euch das mal. So, jetzt ist der Bleistift weg auf dem Zettel. Das kann man mit einem nassen Tuch, kann man diesen Bleistift wegwischen. Ja, und das ist das, was im Wahllokal 6 rumlag. In der Friedensstraße in Ravensburg, bei dem lieben Herrn Beuys-Wieland, der sich mir gegenüber wie der letzte Punkt, Punkt, Punkt aufgeführt hat. Ja. Und das war das schlimmste Wahllokal, was ich getroffen habe, von alle vier. Ich konnte nicht überall sein. Ich habe versucht, da überall die Augen drauf zu haben. Und vieles ist mir aufgefallen, das werde ich ja morgen auch niederschreiben und das werde ich auch melden. Und das geht man auch weiter an höhere Instanzen. Und dann schauen wir mal weiter. So, in diesem Sinne, Patriote, ich hoffe, ich habe das für euch alle gemacht, für uns, für die Demokratie in dem Staat, dass sich endlich mal was ändert, dass hier wirklich mal die Rechtsstaatlichkeit einzieht und wir kriegen das hin. Wir haben früher diese Bonzen gestürzt und das werden wir diesmal wieder schaffen. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Gell? Euer Jens aus Ravensburg.